Liebe Eishockey-Freunde, dieses Mal blicken wir weit zurück in die Geschichte des EV Regensburg. Es geht um die Saison 1989-90. Die Spielzeit vorher waren die Regensburger in der Regionalliga Süd. Man war ja abgestiegen gewesen und man schaffte souverän den Aufstieg. Zur neuen Saison änderte sich einiges. Aus Straubing kam Verteidiger Achim Sippmeier. Tja, das war so eine Geschichte. Im August war klar, er kommt. Und dann hieß es, er kann doch nicht kommen. Was war passiert? Straubing eigentlich abgestiegen, der Stammverein von Achim Sippmeier, gespielt hat er damals für Dingolfing, war am grünen Tisch in die Oberliga Süd zurückgekehrt. Man wollte Spieler, man wollte eine starke Mannschaft und sagte, lieber Achim Sippmeier, du gehörst eigentlich uns. Nein, mit dem Wechsel nach Regensburg, das klappt nicht. Aber der Achim, ein kluger Mensch, schrieb an die Stadt Straubing, dass ja der Verein, der EHC Straubing, eigentlich Geld von der Stadt wolle, man wolle sich neu aufstellen, lässt ihn aber nicht nach Regensburg wechseln, obwohl es hier Geld gäbe. Das passt doch nicht zusammen. Dann sagte die Stadt Straubing, nein, so geht's nicht. Und Achim Sippmeier durfte für eine Leihgebühr nach Regensburg wechseln. Und so sah der gute Achim damals aus. Eine weitere Personalie, Alois Stauder, der hochgewachsene Stürmer, den werden wir später auch noch bei einem Spiel in Memmingen, bei einem Torerfolg sehen, der kam aus Ingolstadt. Damit hatte die erste Sturmreihe schon zwei Stürmer. Tom St. James, den legendären Kanadier, Alois Stauder, den schussgewaltigen Stürmer als Nummer zwei. Und dann kam aus Bayreuth vom Spitzenteam aus der zweiten Liga Bobby Crawford, der US-Amerikaner, bombte 62 Mal ein und bereitete 56 Tore vor. Unglaublich aber wahr, und zwar alles in 35 Spielen. Bob Crawford, so wie er damals in der Stadionzeitung abgebildet war. Apropos Stadionzeitung, zum ersten Mal musste man für den Rot-Weiß-Express etwas bezahlen. Und dann ging's los in dieser Saison. Die Regensburger eilten von Sieg zu Sieg. Der Zuschauerschnitt wurde immer höher. Am Ende sollten 3070 Fans im Schnitt in das altehrwürdige Stadion an der Nibelungenbrücke gekommen sein. Von dem Stadion an der Nibelungenbrücke haben wir leider aus dieser Saison keine Bilder der Oberligamannschaft, aber wir haben das Spitzenspiel in Memmingen mit Bildern. Darauf freue ich mich jetzt. 15. Dezember 1989, Spitzenspiel in Memmingen, der SC Memmingen gegen den EV Regensburg, und Regensburg geht durch Alois Stauder mit 1:0 in Führung. Und dann schauen wir uns jetzt die Situation am Pfosten der Memminger in aller Ruhe nochmal an. Was hat da der Memminger Spieler zu Benno Retzer gesagt? Er schlägt ihn zu Boden, fährt gleich freiwillig auf die Strafbank hinaus. Das Ganze jetzt nochmal in Zeitlupe. Benno Retzer mit seinem Hieb gegen den Spieler des SC Memmingen. Deutlich zu sehen, klare Strafzeit, und danach entwickelt sich noch ein riesiges Gerangel auf dem Eis. Die Schiedsrichter haben Mühe, die beiden Mannschaften voneinander zu trennen. Man kommt sozusagen gar nicht los voneinander. Immer wieder kleine Hiebe auf den am nächsten stehenden Gegenspieler. Aber Schlimmeres ist dann nicht mehr passiert. Dann allerdings Rückschlag für den EV Regensburg. Gleich fällt das 1:1 durch Peter Loden, der ja mit seinem Zwillingsbruder Paul lange Zeit das Memminger Eishockey prägte. Leider ist Peter inzwischen schon verstorben. Es steht 1:1 im Hexenkessel in Memmingen. Wie werden sich die Regensburger jetzt weiter schlagen? Können sie der Partie noch einmal eine Wende geben? Wer geht in Führung, Memmingen oder der EV Regensburg? Im zweiten Drittel dann der EV Regensburg am Drücker. Schöner Pass aus dem eigenen Drittel heraus. Prima auf die linke Seite rübergespielt. Und dann das 2:1 durch Benno Retzer, der Mann, der ja im ersten Drittel auf die Strafbank musste nach seinem Foul gegen den Memminger. Er bringt Regensburg mit 2:1 in Führung. Riesenjubel. Jetzt natürlich nicht nur bei der Regensburger Mannschaft, sondern auch bei den vielen mitgereisten Fans, die eine Zugabe verlangen. Und ich verspreche, nicht zu viel, wenn ich sage, die kommt auch noch.
Die letzte Minute ist angebrochen im Memminger Eisstadion und jetzt bleibt den Haus ja natürlich nur noch eine Chance. Der Torhüter muss rausgenommen werden. Man will mit 6 gegen 5 Feldspieler hier das 2:2 schaffen, aber die Regensburger halten dagegen. Im Tor Manfred Rieder, der beobachtet, wie sich seine Mitspieler riesig hier reinhängen und auch die Schüsse blockern. Das erinnert mich an die letzte Saison der Eisbären und dann der Aufbaupass der Regensburger weit nach vorne. Da schleicht sich Alois Stauder auf die linke Seite rüber und passt dann auf den mit nach vorne gealten Tom St. James. Der bekommt noch einen Schlägerhieb mit, macht aber das 3:1 für den EV Regensburg. Sieg in Memmingen, die Heimspiel-Siegerserie des SC Memmingen ist gestoppt. An dieser Stelle ein Dankeschön an die Verantwortlichen in Memmingen. Sie haben mir dieses Video zur Verfügung gestellt. Ja, wie ging es weiter beim EV Regensburg? Die Hauptrunde schloss man als Vierter ab. Es gab allerdings auch einen Trainerwechsel. Nach einer kleinen Schwächephase war Geb Schweser der Trainer weg. Es kam Richard Neubauer. Und wieder gab es viele Gerüchte um ein neues überdachtes Eisstadion. Ich zitiere: Die Pläne von November 88, laut denen der Eissportverein in Obertraublingen überdachter Stadion bauen könnte, MZ am 30. August 89, Eishalle Obertraubling kommt, wurden im November 89 wieder zu den Akten gelegt. Trotzdem sorgten die Pläne für Diskussionen im Regensburger Stadtrat und die Eishalle war in den Wahlen 1990 sogar Wahlkampfthema in Regensburg. Kurze Rückblende noch zu unserem US-Amerikaner, zu Bob Crawford. Was musste der alles erleiden? Im Heimspiel gegen Pfronten, da setzte ihm ein gegnerischer Spieler übel zu, klaffende Wunde im Gesicht. Er verlor dabei 4 Zähne, da gab es sogar einen Gerichtsprozess. Gegen Kempten musste er bewusstlos vom Eis nach einem Ellbogencheck. Die Gegner versuchten alles, um ihn außer Gefecht zu setzen. Ja, und dann gab es noch ganz, ganz viele und schöne Anekdoten und davon erzählt uns einige jetzt Werner Mannhardt. Das 17. Bambini-Turnier um den Wanderpokal der Stadt Regensburg von 2. bis 6. Januar 1990 war natürlich auch wieder ein sportliches Highlight für Regensburg. Es waren 10 Mannschaften aus der ganzen Welt in Regensburg. Damals natürlich eine Sensation, unter anderem eine Mannschaft aus Finnland, eine Mannschaft aus Amerika, die Rhode Island von New York und natürlich die Dauerbrenner, die Schweizer, die immer da waren, eine italienische Mannschaft. Ja, das Turnier war super organisiert. Es war ja damals noch der Organisationsleiter Hans Schuster. Der hat das immer alles super im Griff gehabt. Und es waren spannende Spiele. Und die Regensburger, damals spielte ja die erste Mannschaft im blauen Trikots. Das war ein Novum, blauen Trikots von der MZ damals. Und ich habe mich da eingesetzt und wir haben für die Turniermannschaft des EV Regensburg, die sind dann auch mit blauen Trikots aufgelaufen. War natürlich auch eine kleine Sensation. Und ja, sportlich waren natürlich uns die anderen Mannschaften überlegen. Aber wir haben tapfer mitgekämpft und haben dann am Schluss den 7. Platz belegt. Ja, dann war natürlich in der Zeit Tom St. James in Regensburg, ein super Sportsmann, ein super Mensch, ein Mensch, der für die Jungs was übergehabt hat. Es war ja damals noch nicht so üblich, dass die Spieler der ersten Mannschaft sich um einen Nachwuchs so bemühen wie jetzt. In unserer heutigen Zeit finde ich super. Aber ich habe dann, der Tom St. James, der hat ja, ich bin ja Birkenfelder, Neutraublinger, und der EV Regensburg hatte damals eine Wohnung in Neutraubling, in der Keplerstraße, und da hat der Tom gewohnt. Er war praktisch ein Nachbar von uns, von Andi, von der Gerdi und von mir, und da habe ich ihn halt einmal gefragt, ob er mal auch die Jungs trainieren würde, und er war halt begeistert und hat das dann immer Samstagvormittag, für ihn war das auch super, weil er ja dann auch noch am Eis war, auslaufen praktisch damals,
Und da hat er halt dann die Jungs trainiert und es ist total super angekommen. Naja, und dann war ja in dieser Zeit auch der Bob Crawford, Robert Crawford, bei uns in Regensburg. Er war ja aus New York und war völlig weiß, war Farmer. So hat er sich auf jeden Fall mit seinem Vater hat, gab einen riesen Bauernhof in den Staaten und er war natürlich ein Riesenspieler. Er war andritt schnell, er hatte einen Schuss und der Schuss war gewaltig. Er hat im Training, hat er bei uns in der Sprecherkabine, das war der Sprecher Heisel, hat man damals noch gesagt, war nicht Sprecherkabine, war dann erst in der Donauarena. Da hat er im Training, hat er diese Panzerglasscheibe aus Frust, ich weiß es nicht genau, damals war das Gerücht, er hat aus Frust, hat er diese Panzerglasscheibe mit einem Schlagschuss zerschossen. Wir waren zwar nicht dabei, auf jeden Fall ist es dann halt in der Stadiongaststätte, ist es dann rumgegangen, wie wir dann gekommen sind zum Spiel der ersten Mannschaft. Und sie war tatsächlich zerschossen, diese Scheibe, die war ja 2,5 Meter breit und ungefähr 1,25 Meter, 1,50 Meter hoch. Und das war dann durch Plexiglas ersetzt. Und wir haben natürlich dann nach dieser Zerstörung der Scheibe immer die nächsten 3-4 Wochen, und das gedauert, bis die Scheibe wieder gekommen ist, haben wir natürlich total schon ein bisschen Muffi gehabt in der Sprecherkabine oder im Sprecherheisel, weil es waren ja doch ab und zu so Querschläger und die haben diese Plexiglasscheibe ganz schön eingedrückt. Dankeschön, Werner Mannhardt, für diese schönen Geschichten. Die Regensburger hatten ihr großes Ziel erreicht, die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga, und die beendete man am Ende mit dem 5. Platz, also der Saisonverlauf war absolut okay. Aber auf ein Spiel möchte ich noch eingehen, und da haben wir einen kurzen Spielbericht, auch in schriftlicher Form, von der Sportreporter-Legende Dieter Krelle von der MZ geschrieben. Regensburg schlug in einem Aufstiegsspiel in dieser Saison Erding zu Hause mit 4:3. Dreifacher Torschütze, es war ein Hattrick. Bobby Crawford, und da gab es so ein richtiges Bulli-Tor. Eine Sekunde vor dem Ende, alle Zuschauer schrien Bulli-Tor, Bulli-Tor. Es gibt ein Bulli, St. James gewinnt das, Querpass zu Bob Crawford, und der macht in der Schlusssekunde das viel umjubelte 4:3. Ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich war live dabei im Stadion. Die Stimmung danach, unvorstellbar.